Hallo und herzlich willkommen zurück bei Infamous in einer neuen Aufnahmesessione. Kaum fängst du an, da kommen die Spaten ja wieder rumgefahren, weißt du? Huch, dachte, die wollen mich schlagen. So, wo waren wir denn? Wir wollten ja da hinten zu der tollen Mission gehen. Jetzt sind wir aber ganz woanders gelandet plötzlich. Das heißt, ich verpiesel mich mal kurz ins Gässchen rein. Ich wollte ja eine Mission machen, stimmt. Ja, verdammt. Jetzt habe ich gerade überlegt. Habe ich nämlich gerade überlegt, ob ich nicht einfach mal die restlichen Scherben sammle. Die wir noch, die es noch so gibt in dieser Stadt. Scherben sammeln und alles mögliche. Guck mal, da oben ist das Schild, wo wir noch hoch müssen. Aber ich habe euch ja versprochen in der letzten Folge, wir machen eine Mission. Also, Kampf den Drogen. Drogen. Drogen, Drogen, Drogen. Komm schon, Laser Girl. Ich hab noch Termine. Muss noch Kräfte stehlen. Okay, jetzt sei bitte nicht sauer, aber die gute Nachricht ist, du kannst ohne mich anfangen. Oh, mich allein der Gefahr stellen? Wow, echt gute Nachrichten. Hör zu, ich habe erfahren, vor 2 Tagen kam eine große Drogenlieferung, die jetzt auf ein paar Booten im Yachthafen liegt. Auf ein paar Booten im Yachthafen? Noch genauer geht's nicht. Es ist eine große Lieferung, also sind es bestimmt Hausboote. Und diese Bande hat einen Delfin als Kennzeichen, also achte auf alles auf dem Booten mit einem Delfin drauf. Schon besser. Aber warte nicht auf mich. Wer weiß, wann die das Zeug von Bord schaffen. Was hat dich aufgehalten? Mädchenkram. Oh, was für Mädchenkram. Ich musste diesem Dealer-Abschaum ein bisschen wehtun, damit er seine Freunde verpfeift und mir von dieser verdammten Lieferung erzählt. Ach, dieser Mädchenkram. Also, Dealer-Foltern ist ja ein bisschen wie Tampons einführen, weißt du? Ist alles Mädchenkram. Bernice Marina. Find's schön, dass die Stadt hier so viel mit Neonschildern hat. Da haben wir echt Glück gehabt. So, und jetzt muss ich mal gucken. Ich hoffe, ich bin überhaupt noch fit. Fetch, bin an den Docks. Und ich bin hier auf dem Dach. Was, konntest du nicht ein paar Minuten warten? Ah, darum arbeite ich so ungern mit Mädchen. Hier ist alles voll mit Dealern. Guck mal da unten. Ich wollte mich natürlich nicht verdächtig machen. Wer? Was ist denn das für ein Geräusch? Wer schießt denn da? Ach, das Girl ist da! Jetzt kenne ich den Schwachpunkt. Ich wollte unauffällig arbeiten. Oh, Mist. Wer schießt denn? Von da jetzt auch? Okay. Ich bin ja nicht unbedingt sicher. So, ich versuche mein Bestes, die an den Beinen zu treffen. Schwer zu sagen von hier oben, aber ich glaube, ich sehe ein paar Boote mit dem Schienen drauf. Oh, ich habe gerade ein Laser-Rifle gesehen. Aber es geht eigentlich. So, wer war das da hinten? Also, obwohl ich mit dem Gamepad nicht ganz so firm bin, funktioniert das eigentlich soweit ganz gut. So, die kommen jetzt alle da hinten rüber. Da hinten. Siehst du? Boah, Alter! Mach doch keinen Scheiß! Der Möwe ist das Kack egal. Die scheißt dir aber die Tasten zu. So, eigentlich wollte ich die ja fangen, aber offensichtlich hat man was dagegen. Ja, ich bin es. Jetzt aber. Was ist los? Findest du keine Boote im Yachthafen? Sorry, wollte ich nicht. Ich suche doch schon die Boote im Yachthafen, aber erstmal muss ich natürlich auch mal... So. Und ein Schärpchen. Kann ja nie schaden. So, und jetzt haben wir soweit die Dealer ausgeschaltet. Das war mir schon mal wichtig. Ich hoffe, hier läuft kein Counter mit.
Also kein Timer, weil ich ja immer so gerne... Oh, was haben wir denn da? Drogen. Drogen, Drogen, Drogen. Yep, Drogen. Hey, Fetch, ich tagge alle Drogenboote, damit du leichter siehst, welche du ausschalten musst. Mann, hältst du es nicht mal 5 Minuten aus, ohne irgendwas zu sprayen? Ja, hör mal, das ist mein Style, Baby. Das ist hau ich rolle. Die Frage ist nur, wo kann ich es denn... Ach, hier. Ja, dann markieren wir das Hausboot mal. Muss ich das selber machen? Nee. Ah, dann nicht auf die Kamera. Bitte schön. Jetzt hast du es leichter. Ach, ist ja süß. Ah, es war so klar. Fetch? Ich sag's doch, ich gebe dir so viel Deckung wie ein Oma-Schlüssel. Ja, danke. Kapiert. Oh, ich wollte ihn eigentlich verschonen. Jetzt reicht's mal mit dem Viech da hinten. So, sorry, musste ich gerade mal aktiv werden. Ach, die Fetch hat schon alles ausgeschaltet. Okay, da hinten ist noch ein Dröhnchen. Und ihr wisst ja, I have to do this shit right. Yes, because Anglizismen are always kicking my ass. Was ist hier denn am Rollen? Wo ist denn... Ich bin doch genau bei der... Die wird doch hier nicht im Wasser sein. Guck mal, ich bin genau bei der Scherbe. Ach, da oben auf El Lampo. Ach, du Heiliger. Wir dürfen ja nicht ins Wasser kommen, weil unser toller Held ist ja, der kann ja alles nur nicht schwimmen. So, pass auf. Ich weiß, die Drogen dauern gerade ein bisschen länger. Ich hoffe, wir hatten Erfolg. So. Yeah, die Scherbe haben wir auch. Und jetzt bloß runter hier. Und wir suchen mal die anderen Boote ab. Ich bin sozusagen der Botschafter. Ich bin so traurig. Ich würde sagen, dieses Dach eignet sich hervorragend. Huch. Na, jetzt. Hoppel die Hoppel, Alter. Was habe ich hier beigebracht? Habe ich mir alles selber gezeigt, wie das geht? Ja, Scheißtag, meinst du? Schöner Schuss. So, die werden bestimmt versuchen, hier rumzukommen. Boah, 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 what the fuck? Are you serious, guy? Sorry. Ich muss den mal auslöschen. Ich will auch Selbstheilungskräfte haben, das wäre so cool. Ach so, ja gut, dann hau ich wieder ab. So. Jo, mach ich. Hast du recht. So, Feind besiegt mal 3. Huch, wer schießt denn da? Who is shooting? Please don't shoot me. Wir sind ja in Seattle, weißt du, da muss ich Englisch reden. Are you fucking serious, you retarded fuckshit? You fucking fuckshit of... a retarded mother? Was weiß ich. You fucking turd! Are you kidding me? So. Alter, mit dem Fesseln kriegen wir richtig schön gute Punkte hier, ne? Die Guti-Punkte kriegen wir da richtig gut. Also, richtig gute Guti-Punkte. Weißt du Bescheid, was ich meine. Da hinten ist noch ein Scherbchen.
Und da haben wir noch einen, der gerne schlafen gehen möchte. Ach, das sind die, die hier so blitzeln. Ich dachte gerade, was denn das? Warum blitzelt es denn hier so komisch? So. Auch der Typ ist ausgeschaltet. Da drüben sehe ich eine Scherbe. Und hier... Na, kein Wunder, dass ich nichts finde, Fetch. Von wegen Delfin. Das ist eindeutig ein Tümmler. Verwechseln die meisten. Warum arbeite ich so ungern mit Jungs? Was sind schon süß? Drogen! Drogen, Drogen, Drogen! Ich hab die Nase voll! Markieren Sie das Hausboot. Eins lassen wir unmarkiert, holen die uns später und verkaufen die am Schulhof. Geil! So, pass auf. Markieren? Warte, ich hab was gehört. Öffnen Sie die Tür. Ich hör da nichts. Okay. Wie soll ich die denn öffnen? Hausboot öffnen. Ja, da ist eine Tür. Soll ich jetzt auch noch die Vordertür? Ach so, hier. Ja. Wer bist du denn? Ach so. Ach, das war nur irgendeine Olle. Ich dachte, jetzt haben wir ja irgendwie so Special-Olle. Weißt du, so ein bisschen Dankeschön-Pimpern gibt's auch nicht mehr. Ich hab gesagt, dass auch Mädels eingeladen sind. Ich hab's gehört. Die Dealer benutzen die Nutten bestimmt als Schutzschild. Das war doch keine Nutte. Das war eine horizontal herausgeforderte Lieferung. Das Zeug muss auf mindestens noch einem Boot sein. So, ich kann ja gar nicht richtig reden, weil die mir hier ständig ins Wort fallen. Ich finde das nicht nett. So, kriege ich das von hier unten? Scherbe. 6 Scherben gesammelt. Das sind nicht mehr ganz so viele. Huch, ein kleines Äffchen, lass los. Das sind nicht mal ganz so viele, wie wir mal hatten. Alter, wie hier die Menschen überall rumliegen. Das sieht aus, als würden die Aliens jetzt hier eine Invasion starten und Menschen essen wollen. Menschen essen. Und was sind das überhaupt für Docks? Das ist voll das Labyrinth. Wenn ich da unten rechts auf die Karte gucke, wer baut denn sowas? Wie willst du da mit dem Boot einparken? Hey, Nutte. Nutte, wart auf mich. Nutte, hey, Nutte. Oh, entschuldige. Ich war so unhöflich. Manchmal bin ich übermotiviert. Okay, wir müssen da hinten noch. Ich traue mich nicht, hier mit dieser Neonkraft rumzulaufen. Ah nee, wir müssen da unten gucken. Was haben wir denn da? Drogen, Drogen, Drogen! Hallo? Werden auf diesem Boot Frauen von zweifelhaftem Ruf gegen ihren Willen festgehalten? Ah ja. Na komm raus, Mädchen. Das ist die Zwillingsschwester von der einen. Das eine ist Gisela, das andere ist Silke. Was? Welch Mistkerl? Ich sehe gar keinen Mistkerl. Besten Dank. Ach du Heilige. Jetzt beruhig dich mal wieder, Opa Klappstuhl. Jetzt ist aber mal gut. Können wir jetzt mal bitte wie nur zivilisierte Menschen reden, ja? Indem ich Laser aus meinen Händen schieße? Wie jeder normale Mensch auch? Dankeschön. Ach, da bist du. Ich hab dich gerade nicht gesehen. Aber vielen Dank. Ich bin... Ich hab den noch am Knöchel. Ich dachte, ich hab den jetzt... So, kleine Markierung. Pst, 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 pst. Schön. Oh, wir haben hier im Lagerhaus offenbar ein Hornissennest geweckt. Komme. Uh-oh. So, Viertelfinalkampf ist verfügbar. Huch. Texturen laden nach. Und wir müssen unserer kleinen Freundin helfen. Oh. Der Mann mit der Peitsche ist wieder da.
Hört sich ein bisschen an wie beim SM-Club. Das ist ja schon das Clubhaus. Aber das Häuschen hier hält ein bisschen. Eieieiei. Okay, ich sollte nicht zu weit raus aus der Deckung, weil mich sonst die Sniper hier erwischen. Genau, schieß das böse Haus. Boah, Mist, da ist genau das Ding. Die blöde Sniper. Na, wollen wir die Festung stürmen? Na, warten wir lieber. Sollen die zu uns kommen? Oh, gut. Abwarten. Meine Lieblingsstrategie. Warum kommst du nicht zu mir aufs Dach und genießt das Feuerwerk? Ich setze nämlich gleich alle Drogenboote in Brand. Ich komme gleich. So, Kollege. Geh schlafen. Fetch treffen. Meet Fetch. Ein bisschen Neon. Ah, wird mir ganz gut tun. Und jetzt treffen wir Fetch. Ein Glück, dass du die Frauen befreien konntest, bevor wir die Boote in die Luft jagen. Was du nicht sagst. Wieso? Hast du da irgendwie einen Nutten-Gangbang geplant oder ist mir was entgangen? Warte ich? Dann machen wir mal Licht in der Bucht. Oh. Es ist wunderschön, Fetch. Es ist wunderschön. Das ist wie Weihnachten. Tja, jetzt gibt's drei böse Delfinboote weniger. Drei Tümmlerboote weniger. Macht nichts. Das verwechseln die meisten. Ach, jetzt auf einmal so süß. Dee, wach auf. Es tut sich was. Was tut sich denn? Bring bestimmt was zu ihrem Hauptquartier. Wir sollten ihnen folgen. Sie führen uns direkt hin. Ich hasse diese Folgemission. Wir bleiben besser auf den Dächern, damit sie nicht... Ja, das sagst du jetzt. Wir dürfen sie bloß nicht verlieren. Du... Ich hab dafür keine Worte. Weißt du, sagt sie mir jetzt, wo ich auf dem Boden bin. Okay. Ich würde mir dafür aber lieber gern... die Aschefähigkeit holen, ehrlich gesagt. Und ich weiß ja auch nie, wo die Dächer sind und wo nicht. Ach du Scheiße, bist du bekloppt? Oh, jetzt häng ich ja... Mann. Und da hinten sind, da sind die doch alle, die Dealer. Ja, ich hasse das. Das ganze Haus hier ist voller Dealer. Sie biegen in die Gasse ab. Hier muss es sein. Okay, wie ist der Plan? Sie erledigen? Sie erledigen ist kein Plan. Was? Hey,
erledigen wir sie. Da war ein Geräusch, ja? Das Geräusch war der nahende Tod, Baby! Yeah, wow, das sind coole Sprüche, denn wir sind coole junge Helden. Wir sind hip und voller Energie. Revoluzzer wie wir kämpfen gegen Drogenbarone von Häuserdächern. Geile Scheiße, Baby. Da ist jemand im Laster. Oh, Transporter öffnen. Okay. Ich glaube, es ist ein Nuttentransport. Dann schauen wir doch mal nach. Okay, Ladies. Kommt schon. Na los. Ja, die bösen Männer sind weg. Geht, lebt, liebt. Nur nicht professionell. Fangt lieber an, clean zu werden. Es wird nämlich bald keine Drogen mehr geben. Versaut's nicht. Und wechseln Sie. Glaubst du, dass man ein paar fiesen Bioterroristen jemals dafür danken wird, dass sie Leben retten? Ja. Ich glaube, du hast mich gerettet. Oh. Heißt das etwa, du gibst deine ganzen Ritualmorde an Drogendealern auf? Das war doch dein halbes Leben. Ach ja? Und die andere Hälfte? Eigentlich war es das. Dein ganzes Leben. Keine Sorge, meine Hobbys werde ich bestimmt nicht aufgeben. Und ich suche mir bestimmt noch ein paar neue. Wie Boxen. Soll das der Versuch eines Flirts gewesen sein? Ah, du bist eine sentimentale Psychopathin, oder? Na los, komm. Holen wir uns die restlichen Drogen im Hafen. Vielleicht ziehen wir ja ein paar Fische an Land. Ja, ein Delfin. Hey. Du magst mich. So romantisch. Und es wird wieder Tag. Zeit für Asche. Und ein Ladebildschirm natürlich auch. Ladebildschirm. Romantik, Ladebildschirm. Mission abgeschlossen. Also eigentlich waren wir diesmal ziemlich nice. Da haben wir noch drei haben wir böse umgebracht, ein paar haben wir neutral umgebracht, aber die meisten haben wir tatsächlich auf gute Art und Weise umgebracht. Hey, ich bin gerade erst wach. Du warst weg? Ja, ich war gerade bei der anderen Frau in meinem Leben. Ha, Augustin. Was hat sie, was ich nicht habe? Betonkräfte? Ihr Kerle. Wollt immer dasselbe. Übrigens, ich glaube, dein Bruder wäre stolz auf dich. Meinst du, weil ich Dealer umgebracht, Drogen zerstört und Sexsklavinnen befreit habe? Na klar. Aber mich hätte er bestimmt auch gemocht. Ja, wenn er mich mit diesen Booten und Drogen und Dealern gesehen hätte. Wer wäre da nicht stolz auf sein Schwesterchen? Wir waren gut, die. Das können nicht mal diese verlogenen Fernsehtypen schlecht reden. Hast du recht. Wir waren echt passabel, kann man nicht anders sagen. Bisschen Neon gibt's am Tag auch noch. Oh, das fällt einfach nicht mal ganz so krass auf. Na, Oma? Sorry, kommt nicht wieder vor. Will ich ja wohl meinen. Ich hab dich immer weggeschubst. Da darfst du nicht einfach stolpern. So, ich würde sagen, da drüben haben wir wieder eine Drogenübergabe. Ah ja, diese Drogen in dieser Stadt, das ist ja unfassbar. Ich habe noch nie so viele Drogen in einer Stadt gesehen. Hey Delson, drüben im Lantern District verstärkt das DOP offenbar seine Präsenz. Sie vermuten dort wohl ein Conduit. Okay, dann sollte ich dahin. Oh hey, hier gibt's eine Brücke, über die du hinkommst. Toll, eine Konferenzschaltung. Hey Fetch. Hey Abigail, ganz nebenbei, das DUP hat diese Brücke zerstört, genau wie die 520. Hey, Mann ohne Kräfte. Es gibt keine Brücke, die Konduiten nicht überqueren können. Stimmt's die? Ist ein Versuch wert, Reg. Na, klingt ja, als wärst du in kompetenten und vertrauenswürdigen Händen. Ruf mich einfach an, falls du ankommst. Mann, wie hältst du den nur aus? Er zahlt die Miete. Ich gehe zur Brücke. Ja, gehen wir zur Brücke? Ich kann's noch gar nicht genau sagen. Ich wollte ja immer so ein bisschen... Ich probiere mal die Schnellreisen aus. Hier haben wir noch einen Geheimagent zum Beispiel, den wir jetzt... Das können wir nochmal probieren mit dem Geheimagent. Queen Anne. Wir sind ja hier eh gerade bei so einem Schnellreisepunkt. Das täte mich mal interessieren. Entschuldigung, ich muss mal kurz durch. So. Schnellreise zum Queen Anne District. Bitteschön. Das müsste der hier sein. Jawohl. Und wir reisen... flockig durch das Schild hindurch. Das sind ganz merkwürdige Schnellreisepunkte. Werbetafeln.
So, hört ihr irgendwas? Nee, ne? Ist hier irgendwas, passiert da irgendwas Spannendes? Nee, oder? So, wir haben da hinten den Geheimagenten, zumindest den Auftrag. Wenn wir den finden, würde ich mal gerne probieren, mit dem Beam da hinterher zu reisen. Es sieht immer noch extrem geil aus. Geil. Ich wünschte, ihr hättet recht, aber leider darf ich ja nicht. So, wo ist denn... Ach, hier oben drauf wahrscheinlich. So, ist das jetzt unten? Wir sind doch eigentlich genau drüber. Da ist es. So, Mission beginnen. Es ist wieder die Olle mit dem blauen Pulli. Ach du armer Mann. Ja, natürlich. So. Sagt's nicht weiter. Es ist die Alte mit dem blauen Pulli. Die muss hier irgendwo rumhängen. Macht sich da gerade die Schnürsenkel zu? Kann ja wohl nicht sein. Alter, willst du mich verarschen? Ist doch wohl ein Hohn. Also diese Geheimagentenmissionen sind scheiße. Sorry. Alter, du kannst sie noch gar nicht kriegen. Na super, jetzt hänge ich wieder irgendwo. Alter, willst du mich verarschen? Der hat vor allen Dingen auch unendlich Kräfte, der braucht sich gar keinen Rauch nachholen. Das gibt's doch nicht. Job, Mann. So, also mit der Peitsche geht's nicht. Ich werde die einfach direkt wegschießen. 0%. Wir haben Queen Anne komplett gesäubert. Den Geheimagent haben wir auch gefangen. Das machen wir jetzt immer nur noch mit dem Schießen hier. Mit Piu. Oh, Entschuldigung. Vor allem haben wir jetzt Zeitlupe, dann geht das, glaube ich, ganz gut. Und stimmt, dieser Asche-Move verbraucht ja auch keine Energie. Trotzdem, das ist so nervig. Hrrrk. Das nächste Mal probieren wir es mal so, wenn wir den irgendwo entdecken, den Geheimagenten. Dann schießt, dann gehen wir da nicht hin, damit keine Verfolgungsjagd entsteht, sondern... Oh, Entschuldigung. Sondern wir schießen einfach drauf. Verstehst du? So, denn da müssen wir offenbar keine Rücksicht nehmen. So, hier haben wir 0, 0, 0, 0, 0. Hier haben wir noch 3 Scherben und einen Geheimagenten. Und beides ist so ziemlich in der Nähe. Oh, und der arme Mann. Kommen Sie, mein junger Freund. Halt, da ist es doch.
Aua. Entschuldigung. Na toll, das Ding ist wieder auf die andere Seite rüber. Ich dachte, hier fahren keine Patrouillen mehr von denen. Jetzt kommt das Ding wieder auf die Seite rüber. Mann, das will mich doch mobben. Jetzt fährt es wieder auf die andere Seite rüber. Das ist doch ein Unding. So, ich muss ja mal eben durch. Was? Ich verneige mich nie. Jetzt ist es da hinten. Das ist doch echt ein Mobbing-Ding. Ich warte jetzt hier oben einfach. Es ist ja auch schön. Was war das? Und jetzt schnappen wir uns hoffentlich den Geheimagenten. Die Info dazu müsste hier oben sein. So, grauer Anzug und sieht ein bisschen aus wie Marshall. Nur älter. Ich beobachte. Der ist schwarz, ne? Der ist es nicht. Hoher Kragen, hochgeschlossen, langes Hemd. Ich suche gerade jemanden. Das ist der Schwarze. Ach, das war die Drohne. Ich dachte gerade, die liegt ein Toter. Der hat ein Shirt an, der ist es glaube ich nicht. Scheiße. Wo ist er hin? Netter Versuch, Kumpel. So, Geheimagent besiegt. So geht's. Super. Entschuldigung, ich habe immer versucht, hinterher zu jagen. War mein Fehler. Man muss es schon richtig machen, glaube ich. Sonst geht's gar nicht. Richtig oder gar nicht. Okay, jetzt funktioniert's ganz gut. Und wir haben hier noch 4% kontrolliert. Das mache ich nochmal ganz kurz hier. Zwei Scherben haben wir noch hier in diesem Gebiet. Ach du Scheiße. Die holen wir uns nochmal ganz kurz. Jetzt haben wir in dieser Folge ja eh das Drogenlager ausgenommen. Da können wir uns nochmal ganz kurz die Superkräfte holen. Dann teilen wir das aufs Let's Play auf, weißt du? So, dafür düse ich da auch hin und laufe da nicht normal hin. Entschuldigung. Ich bin ein Freak. Ich muss so rumlaufen. So. Boah, ist das super. Und die nächste Scherbe gehört uns. Bleibt hier nur noch eine einzige. Die hatten wir jetzt und eine muss da draußen irgendwo auf dem Wasser sein. 2% kontrollieren sie noch, gleich sind es 0%. Ich würde gerne die Kontrolle komplett entziehen von den feinen Herrschaften. Das war meine Schuld. Das stimmt. Klasse, Mann. Das war die Scherbe, die haben wir schon mal gesehen. Entschuldigung, ich muss hier mal durch, ich bin Arzt, Entschuldigung. Nee, mir tut's leid, wirklich. Ich wollte das nicht. Euch doch ein. Sie können mir nicht folgen. Die Mucke ist geil. Oh fuck. Oh fuck. Das ist die abgefuckte Fuckscheiße, Mann. Ich glaube, ich brauche die Aschekraft, um dahin zu kommen. Hier irgendwo ein Schornstein? Nee, gar nicht in der Nähe. Ey, gar nicht. Was?
ist, wie ist denn der da gerade? Was war das denn gerade? Kehren Sie zur Küste zurück. Wo sind wir denn jetzt? Okay, wir werden wahrscheinlich die Asche-Energie brauchen. Ich sehe da einen Schornstein. Dort ist er. Ich tanke mal kurz um. Entschuldigung. Ah, sehr schön. Nein, wir gehen wieder auf das Ding drauf. Der kann auch nicht die Leiter hochgehen, ne? Das ist dem einfach genetisch unmöglich. So, die können mich eh mal am Arsch lecken da hinten. Die folgen mir hier eh nicht. Oder? Die bleiben schön da hinten. Okay. Ich bin gespannt, ob ich es noch kann mit der Asche. Yeah! Alter. Alter, willst du mich verarschen? Alter, auf diesen Dingern hier? Ist eine Katastrophe. So. Viertel sauber. Sehr gut. Ich freue mich sehr. Alter. Der wird immer von diesen Dingern abgestoßen. Ich weiß gar nicht warum. So, das haben wir. Und da kommen wir jetzt eh nicht. Da kommen wir doch gar nicht mehr hoch. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, 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 oh fuckedi, fuck, 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 fuckedi, fuck. Yeah! So gut. So gut. Ich dachte gerade schon, da wären die Soldaten wieder, aber zum Glück kommen wir relativ unbehelligt lang. Okay. Das heißt, wir haben schon zwei. Was war das denn? Ach! 0% kontrolliert vom DUP, trotzdem treiben sich die Ganoven hier rum. Was war das denn gerade? Ach, das waren natürlich die mit ihren Steinscherbenkräften. Ach man, ich sollte hier hochflitzen gerade. Hallo? Schnauze, Junge. So, ich würde sagen, damit haben wir das hier abgeschlossen. Wir sind ja sowieso direkt beim Schnellreisepunkt. Das trifft sich ganz gut. Dann können wir in der nächsten Folge mal gucken, wo wir als nächstes schnell hinreisen. Und, vor allen Dingen, was wir in der nächsten Folge machen, das weiß ich noch. Alter, wie geil das hier immer aussieht. Ich feiere das immer noch. Für jemanden, der mal auf dem ZX81 angefangen hat zu spielen, ist das hier... Alter, das gibt's gar nicht. Muss ich nochmal ganz kurz anmerken, was ist das da oben drauf? Die Eselsflagge. Eigentlich müssten wir nochmal hoch und dann diesen komischen Jump runter machen. Boah, ich glaube, da hätte ich mal Bock drauf. Wenn wir da überhaupt noch hochkommen. So, auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ja, da haben wir erstmal die Drogen. War eine super erfolgreiche Folge eigentlich. Wir haben erst diese ganzen Drogendeals verhindert und anschließend haben wir noch zwei Viertel komplett gesäubert, auf 0% von DOP kontrolliert. Und ich würde gerne, wenn wir das irgendwie hinkriegen, wenn es irgendwie möglich ist, im gesamten Let's Play das irgendwie so schaffen, dass wir wirklich alle Viertel komplett auf 0% runterkriegen, wenn es denn möglich ist, alle Scherben sammeln, alles. Und schauen wir mal, ob das klappt. Und naja, ich bin gespannt. In der nächsten Folge weiß ich noch nicht genau, entweder wir sammeln noch weiter Scherben, damit wir unsere Superkräfte ausbauen können, oder wir folgen der Mission und retten einen anderen Konduit, was mich auch extremst interessiert. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss. You can change your life.